Hallöchen, meine lieben Krieger des Lichts. Willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So. Genau, jetzt mal den Legionsgruß wegmachen. Wir kümmern uns heute um die Mönchsquest. Tatsächlich. Wir wollen zum Mönch werden. Duo mit vier Fäusten. Also wenn die nicht Terrence und Bud Spencer, Ben Spencer oder sowas in der Ähnlichkeit heißen, dann bin ich ziemlich enttäuscht. Kennst du den Historiker Professor Erik? Meinst du Range, also Gronk? Als Forscher auf dem Gebiet der Militärgeschichte ist eine Koryphäe. Doch auch was das Ausgeben von Forschungszuschüssen anbelangt, ist er eher sehr führend. Außerdem neigt er dazu, seine Ausführungen oftmals etwas ausarten zu lassen. Der Professor hat sich dazu entschieden, historische Schlachtfelder aufzusuchen, um dort Feldforschung zu betreiben. Nun, wie man hört, treiben auf eben jenen historischen Städten viele gefährliche Monster ihr Unwesen. Deswegen hat die Libra Bank, welche erhebliche Geldmittel in die Forschung investiert hat, uns mit dem Schutz des Professors beauftragt. Wenn ihm etwas zustoßen sollte, leidet das also aus dem guten Ruf unserer Gilde. Deshalb wollen wir ihm einen unserer besten Kämpfer mit auf den Weg geben. Ein Mönch aus Alamigo. Tja, gerade eben ging bei mir die Beschwerde von Professor Erik persönlich ein, dass unser Mann seine Pflicht vernachlässigt habe und nicht zur verabredeten Zeit am Treffpunkt erschienen sei. Adamonchos, da du als Faustkämpfer so einiges drauf hast und genau zur richtigen Zeit hier erscheinen bist, wollte ich dich fragen, ob du nicht den Begleitschutz des Professors übernehmen kannst. Wenn du Glück hast, lernst du bei diesem Auftrag auch den Mönchchen, von dem ich sprach. Wenn du einmal ein wahrer Meister des Faustkampfes werden möchtest, wolltest du versuchen, etwas von ihm zu lernen. Dann gehen wir sofort zur Goldschmiede-Gilde in Ulda und stell dich Professor Erik vor. Der Professor versprach uns eine stattliche Entschädigung für den von uns bereitgestellten Schutzzahlen. Was? Eine stattliche Entschädigung für den von uns bereitgestellten Schutz zu zahlen, wenn er dieses Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss brächte. Professor Erik ist für uns eine wichtige Investition. Passt also gut auf ihn auf. Gut. Wir werden den Schutz von Professor Gronk übernehmen. Nennen wir aber Professor Gronk. Als ich das gelesen habe, Professor Erik, alles klar. Das Dark Christ. Das Outfit sieht gut aus. Morgendari. So, da oben. Wie Chemie. Wie siehst du denn aus? Ja. Die hat Sommer. Oder der hat Sommer. Es ist Sommer. Nein, das ist nicht. Es ist immer noch Winter. Draußen besonders. Es gibt zwar nicht mehr so viel Schnee, das ist jetzt, glaube ich, eher mehr alles eher Eis. Aber es schmilzt auch so langsam. Obwohl es richtig kalt ist, ne? Das ist schon seltsam. So. Morty Bird. Trickle Pit. Alles klar. Da ist er, Professor Gronk. Haben Sie mir endlich jemanden geschickt? Wir haben keine Zeit, also komm, gleich zur Sache. Ich bin Gronk, der Forscher des Übernatürlichen. Meine revisionistische Vorgehensweise wird die Kriegsgeschichte neu schreiben. Derzeit arbeite ich an einer Rekonstruktion zu historischer Schlachten anhand meiner ätherisch-analytischen Methode. Woran denkst du bei einem historischen Schlachtfeld, hm? Weitläufiges Flachland, eine Heide womöglich, totaler Schwachsinn. Die richtige Antwort lautet, ein Ort, an den große Heere zum Kampf aufmarschieren. Wichtig sind nur strategische Startpunkte, verstehst du? Die Position von Stützpunkten, seit Anbeginn der Zeit gibt es kriegerische Auseinandersetzungen zwischen denkenden Völkern. Wahre Schlachtfelder findet man nicht in Heldengeschichten der Barden. Man muss sie mit den eigenen Füßen ablaufen. Ich werde der Erste sein, der längst vergessene Schlachtfelder der Antike entdeckt und innovatorisch interpretiert. Okay. Und da du mich dabei begleiten wirst, soll dies auch deine Bestimmung sein. Ehrlich gesagt habe ich bereits einen Begleiter. Den erhabenen Mönch Wiedergeld. Was? Wiedergeld. Den seine Faszination für meine Forschung auszeichnet. Er stammt übrigens aus Alamigo, wo die Kampfkunst der Mönche ihren Ursprung hat. Wenn du noch nichts über die Mönche gehört hast, solltest du wenigstens wissen, dass sie auch durch hartes Training die Chakren genannten Energiezentren zu öffnen versuchen, um den Energiefluss in ihrem Körper bewusst zu steuern. Leider verschwindet er von Zeit zu Zeit, ohne mich über seine Absichten zu unterrichten. Deswegen solltest du diesmal mein Begleiter sein. Okay.
Das sollte als Einleitung erst einmal genügen. Der Ort, bei dessen Untersuchung du mir helfen sollst, sind die Sildi-Ruinen im zentralen Landanan. Und dein Gesichtsausdruck verrät mir, dass es eine Bildungslücke zum Thema Sildi zu füllen gibt. Da will ich dir mal was über die untergegangene Stadt erzählen. Ach nein, ich so einer, der Quatsch. Aber ich muss auch mal Fun Fact sagen, den Typen, den treffe ich nicht das erste Mal. Wie ihr wisst, spiele ich schon seit einiger Zeit Final Fantasy 14 und ich habe jetzt einen Dragoon hochgespielt. Und bei einer der Stories zum Dragoon haben wir ihn auch kurz getroffen. Habe ich ihn auch kurz getroffen. So, also nur ganz kurz, aber ich habe ihn schon getroffen. Ich finde das schön. Das finde ich so toll an Final Fantasy 14, dass es so ein bisschen finde, bindet auch umeinander. Also dass wir jetzt zum Beispiel hier in der Forstkämpfer-Gilde so gesehen zur Hauptstory des Mönches haben. Den Typen, den du woanders mal eben so zwischendurch getroffen hast. Nach dem Tod des Königs von Sildi, Lala Wefu, Siltater Wefu, was? Den man den Brunnenkönig nannte, verfiel sein Volk in eine Starre. Ökonomische Reform, worin die Steuersätze, bla bla, bis sich die Spannung blühen, bla bla. Das Chaos ausnutzen, bla bla, die Uldaner wollten, bla bla. Zu verwandeln. Ist das nicht faszinierend? Hey, hast du dazugehört? Ja. Dies ist der allseits bekannte und akzeptierte geschichtliche Hergang, der zum Untergang Sildis führte. Er soll auch Forscher gegeben haben, die diese These widerlegen wollten, aber sie alle verschwanden, kurz bevor sie ihre Arbeit veröffentlichen konnten. Wenn ich diesen Feldversuch durchführe, werde ich endlich gewettert haben, ob die offizielle Geschichte der Wahrheit ist oder nicht. Also auf den Sildi zum zentralen Tanner. Wie du schon mal vor der Manchos, ich bringe diese älteren Messgeräte an. Und wenn du noch mehr über die Militärgeschichte Eusios erfahren möchtest, dann kannst du mich jederzeit fragen. Ich habe es mir nämlich auch zur Aufgabe gemacht, den Wissensdurst der Wissbegierigen zu bestehen. Alles klar. Gut. Sildi-Druiden, erstmal gehen wir ins zentrale Tanala an. So. Also falls ihr euch noch erinnert, die Sildi-Ruinen waren der Ort, wo wir damals dem Dings geholfen haben, diesen kleinen Kerl, der in die Wirtschaft investieren wollte, der seine eigene Mine aufbauen wollte und so weiter, wo es dann einen Mordversuch auf ihn gab. So. Bin ich jetzt blind? Da unten. Falsche Richtung, also. Nicht der netten Dame da gerade hinterher. Bam. Aus wie ich, Mann. Bam. Heps. Nee, ich heps. So, da bringen wir das Itemess-Gerät an und dann. Ja, ich sehe schon den Schein. Das wird ein Kampf geben. Welche Überraschung. Wie überraschend, dass es hier einen Kampf gibt. So. Hier bringen wir das Ding an. So, ja. Runtergestuft auf 34. Von mir aus. So. Gut gemacht. Dann lass mich jetzt dazu übergehen, die Ätherströme zu messen. Hallo? Oh. Monster. Nun ja, wir sind ja auch auf einem Schlachtfeld. Jetzt kannst du zeigen, was du als Leibwächter drauf taugst, alter Manchas. Alles klar. Das sind ja mega viele. Was ist jetzt gerade? Bams. Oh, Schluss hier. Boxen hier.
warte mal. Ich vergesse immer die Form zu aktivieren. Ich übersetze schon wieder. So. Kommt der Boss. Kein Problem, bin da. Die ganze Zeit. Was? So. Es ist kein Wunder, dass keiner mehr zurückgekommen ist, wenn... wieder eine Menge von den Viechern ankam. So. Hä? Ach komm, die hätten wir doch jetzt locker fertig gemacht. Das ist der Mönch. Was denn jetzt? Niedergeld, ich wusste doch, dass du kommen würdest. Ah, der Mönch hat schon ganze Arbeit geleistet. Meine zugegebenermaßen tief erschreckt, tief gesteckten Erwartungen übertroffen. Abenteurer, ich möchte dir Wiegehalt vorstellen. Er wurde von mir, weil du mir von der Volkskämpfer geht, als Leibwache zugeteilt. Doch er ist viel mehr als das. Er versteht mich und arbeitet mit mir zusammen. Er ist sozusagen mein Schüler. Mhm. Der einzige Haken in unserer Zusammenarbeit ist, dass er sich manchmal einfach nicht bei mir meldet. Und das hängt halt mit seinem Training zusammen. Ja, er redet ständig von dieser für mich als Wissenschaftler nicht nachvollziehbaren Weise, die Energiebahn seines Körpers anzuzapfen. Hm? Wie bitte? Den Ruin von Sedi? Das sind ja wunderbare Neuigkeiten. Was? Seid vorsichtig, Professor. Es wird nicht lange dauern, bis sich dort wieder Monster zeigen. Abenteurer, spürst du, wie sich der alles umgebende Äther, der an dieser historischen Stätte besonders stark fließt, auf deinen Körper auswirkt? Die Schlacht, die hier stattfand, liegt lange zurück, doch viel Energie von damals ist noch übrig und hat dich gefunden. Mein Glückwunsch. Der Äther scheint dein Energiezentrum weit geöffnet zu haben. Ja, ich rede von dem Licht, das vorhin aus deinem Inneren erstrahlte. Der Professor hatte ja bereits erklärt, dass ich ein Mönch bin, vom Orden Ralgas Faust. Mönche überkommen jeden Gegner mit der bloßen Kraft ihrer Fäuste und ihres Willens. Die Energie in uns bewegt unsere Fäuste und sie entspringt den Chakren, heiligen Orten in unserem Körper. Diese Energiezentren existieren in allen Lebewesen, doch bewusst anzapfen kann sie nicht jeder. Dazu sind einzig und allein die Mönche in der Lage. Wir kontrollieren die Energiekanäle, um unsere fleischlichen Körper zu stärken. Dazu sind viel Training und große Disziplin nötig. Besonders fähige Abenteurer wie du haben die Veranlagung, unter dem Einfluss des Äthers die Energie des eigenen Körpers bewusst zu nutzen und zu lernen. Ohne langjähriges Training. Ich habe davon gehört, doch mit meinen eigenen Augen habe ich es bis jetzt zum ersten Mal gesehen. Dies hier ist ein Mönchkristall. Ah, ich darf nur Mönche ihn besitzen, die eine bestimmte religiöse Überzeugung teilen. Aber ich möchte dir diesen zum Geschenk machen. Schließlich hast du bereits bewiesen, dass du die Veranlagung besitzt, unsere Kampfkunst zu erlernen. Allerdings hast du deine Chakra nur einen witzigen Augenblick gezapft. Du musst nun lernen, die frei und ungezwungen zu steuern. Seit jeher üben sich junge Mönche in der Askese, doch die Orte, an denen man am einfachsten auf seine Energiezentren einwirken kann, sind Schlachtfelder. Dort, wo die Energien vieler verschiedener Seelen aufeinander prallen. Ich selbst habe bereits viele Schlachtfelder bereist
um meinen Körper, meinen Körper, meinen Geist und meine Technik zu trainieren. Dass ich mit dem Schutz des Professors betraut wurde, ist ein willkommener Zufall. Für dich ist es womöglich ein Wink des Schicksals. Professor Gronk, ich bin wieder zurück. Adamantios, ich werde mich um seinen Schutz kümmern. Warum sammelst du nicht das ATMS-Gerät ein und bringst es zum Professor? Professor Gronk. Der sagt nicht, der schon wieder in der Goldschmiede-Gilde. Okay. Dann sammeln wir den Kram mal ein. Pop, pop. So. Wie viele Gegner der ernsthaft, wenn du ihn jetzt bekämpfen würdest? 3 Gegner würden noch dazukommen. Das ist ja wieder eine Goldschmiedegilde. Der ist wieder eine Goldschmiedegilde. Warum ist der in der Goldschmiedegilde? Der ist ein Forscher, kein Goldschmied. Aber wo muss es immer einen Ort geben, wa? Dann zurück zur Goldschmiedegilde. Dann kriegen wir den Mönchkristall. Guten Tag, Shinrai. Real vor allem Real Eclipse mit EE. Burning Stone. What the fuck? Another player. An regular NPC. Was? Another. Was? Ich bin verwirrt. Ich habe nämlich jetzt gestern schon die ganze Zeit Leute gesehen. Die heißen GG hier, GG da. Das sind aber deren richtigen Namen, ne? Stufe 50. Sorry, ich muss mir das mal kurz angucken. Bade. Ich hätte jetzt gedacht, dass das irgendwie Dings sind. Roleplayer. Das Problem ist nur, dass die dann nicht regular NPC oder so heißen. Just your regular NPC. Ist sowas normal? Probably isn't you. Was ist denn hier los? Ich hatte nämlich gestern Spieler getroffen, die hießen alle so GG. GG das, GG die, GG. Ich kapiere es nicht. Vor allem, wie funktioniert das? Die heißen alle another player. Da ich eben auch gerade gelesen habe, Wanderer und so, kann das sein, dass das irgendwie auf verschiedenen Servern sind? Die haben sich viel gesagt. Warum versammeln die sich? Ich bin verwirrt. Rishen, Prickerpit. Mir fehlt ein Artemis. Hi. Ja, da bist du ja wieder. Ich habe gerade mit einer Analyse der elektrischen Materieergebnisse gewonnen. Alles sehr faszinierend. Lass mich bitte noch etwas in Ruhe arbeiten. Hier. Ah, das ist der Messgerät. Vielen Dank, wie ist es dir gegangen? Wiedergalt hat dir einen Mündkristall gegeben. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so schnell miteinander warm werdet. Aber es freut mich natürlich. Ihr sollt euch die Arbeit teilen. Du bist für das antike Schlachtfeld verantwortlich. Gefährlich, aber eine gute Gelegenheit, dein Können als Mönch zu trainieren. Alles klar. Bam, bam, bam. Mönch freigespielt. Yay! Das Problem ist, der Faustkämpfer bringt nichts mehr. Die meisten Startgeld, also Startjobs, gehen nur bis Stufe 30. Wieso kann ich denn. Achso, ja, ich muss den Mönchkristall ausrüsten. Warum kann ich den Job da nicht machen? Yay! Ach Gott, jetzt muss ich den ganzen Kram hier wieder umgestalten. Warum? So, hier die Augen hin. Obwohl, ich mache die, glaube ich, erstmal hier hin. Das da hin. Das für den Schlüssel und stehende Gegner aus.
So. So, das dahin. So, ich mach das dann mal dahin. Das ist immer die ganzen Sortierungen aus dem Durcheinander bringen. Das ist so. Nee. So. Akshas Umarmung. Ja, da bist du ja. Gut, dass du es noch geschafft hast. Wenn ich noch länger hätte warten müssen, wäre ich womöglich selber losgegangen. Die Welt ist bereits aufgebrochen. Ich möchte dich ebenfalls bitten, Messungen für mich vorzunehmen. Allerdings an einem Ort, an dem den Willegal wieder sucht. Wenn du das Etymas-Gerät in einer geeigneten Stelle abstellst, wird es besonders hohe Aether-Konzentration ausmachen und aufzeichnen. Und das Beste daran ist, dass die gemessenen Werte sofort mit zu mir übertragen werden. So kann ich hirnlose, ich meine furchtlose Muskelberge wie Wiegehalt in den Gefahrenzone schicken und die Daten gefahrlos aus Entfernung erhalten und auswerten. Alles, was du in der Zwischenzeit machen musst, ist Monster erlegen. Der uns umgebende Aether ist wie eine unsichtbare Lebensenergie und zugleich die treibende Kraft hinter jeder Form von Magie. Wenn jemand stirbt, wird seine Lebensenergie als Aether zurück in den Aetherfluss, den der ganze Heidelin durchzieht. Ein kleiner Teil jedoch bleibt dabei in unserer physischen Welt zurück. Diese verbleibende Aether kristallisiert und formt die Kristalle, mit denen jedes Kind in ihr sehr vertraut ist. Meine Forschungen beruhen jedoch auf der Annahme, bla bla bla, sondern die Aether waren manchmal, beispielsweise bla bla bla, Aetherschwelle bla bla bla. Wenn nun also sehr kurzer Zeit sehr viel Leben verwirkt werden, wie etwa während einer großen Schlacht, kann die ätherische Energie nichts vollständig zurückfließen. Teils kristallisiert sie sich, teils aber zeitlos sie wieder. Wenn wir die ätherische Energie auf den antiken Schlachtfeldern vermessen, können wir eben Kenntnisse darüber gewinnen, welchen Ausmaß sie hatte und wie viele Soldaten dabei ums Leben kamen. Außerdem scheint der Äther aktiv die Schatten zu beeinflussen und die Niedergeist so viel Aufhebens macht. Was nur logisch ist, wenn man bedenkt, dass es sich dabei um ätherische Energien in unseren Körpern handelt, die irgendein Orden vom Mönch einmal mit den esoterischen Namen versah. Ich betrachte die Dinge lieber objektiv von einer wissenschaftlich abgeklärten Warte. Dass die ätherische Energie auf historischen Schlachtfeldern die Pflanzen dort größer wachsen lässt als anderswo, ist eine unbestreitbare Tatsache. Die Vorstellung, dass es bestimmte Individuen möglich ist, die Energiezentren in ihren Körpern an solchen Orten zu erweitern, ist also gar nicht mehr so abwegig. Oh Gott, Alter, wie viel ist denn noch geblabber? Wiederwald ist bisher der Einzige, der mich versteht. Selbst meine Kinder haben gemeint, ich würde albernes Zeug reden, als ich es ihnen zu erklären versuchte. Was meinst du, wie schwierig es war, ein Ether Geld verdienen zu bekommen? Ich weiß doch genau, dass sich alle hinter meinem Rücken über mich lustig gemacht haben. Aber es ist nun egal. Du bist für Rotfisch im östlichen Lanosea verantwortlich. Stelle das Etymas-Gerät und geeignet auf, sammle es nach einer Weile wieder ein und kehre zu mir zurück. So schlagen wir zwei Schokobo-Fliegen mit einer Klappe. Ich bekomme da Daten über zurückgebliebene Äther und deine Chakren öffnen sich weiter. Eigentlich gibt es noch viele hochinteressante kriegshistorische Tatsachen, die ich dir über die Rutgisch erzählen könnte, aber die Zeit drängt. Wenn dich dafür interessierst, kannst du mich ja noch einmal ansprechen. Nein. 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 Ja, genug. Ich hab genug. Oh Gott, Alter, bla 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 bla. Ach nö, da waren wir doch gar nicht. Wir müssen hier an die Sonnenküste. So, wie komme ich denn am besten dahin? Wir fahren von den Morabi-Trockendocks nach oben. Okay. Gott. Na, Fusseln auf der Zunge. Vor allem finde ich das ja. Ich finde das immer so ein bisschen widersprüchlich. Oder widersprüchlich nicht, aber es ist ein bisschen dumm. Er beschwert sich darüber, dass sich die Leute über ihn lustig machen, über seine Theorie, seine Ideen und so weiter. Ist natürlich unschön, klar. Ich meine, das ist sein Herzblut, das ist seine Seele, er findet es toll, er findet es interessant. Dass sich dann die Leute über ihn lustig machen über ihn und haha, Loser, Verlierer und so weiter, ist unschön, ja. Aber er selbst sagt, hat ihm gerade wieder Geld, also so ein Mönchsbruder, als dummen Muskelberg bezeichnet. Weißt du? Irgendwie ist das ein bisschen widersprüchlich, dass du auf einer Seite dich beschwerst, dass die Leute sich über dich lustig machen, du aber kein Problem damit hast, einen Typen, der dich beschützt und wo du eigentlich schon gesagt hast, oh, das ist eigentlich mein Schüler, bla bla bla, dass du den beleidigst.
Da fällt es mir dann manchmal ein bisschen schwer, so, was soll ich sagen, Mitleid zu empfinden. Weil man soll ja Dinge nicht tun, die man an anderen kritisiert, ne? Nee, es gibt so einen Spruch, den ich auch ganz gut finde, den ich immer schön finde. Tu anderen nicht das an, was du selbst nicht erfahren willst. Tja. Was Sendoku Rockstar, ist klar. Aber was ist vielleicht so schön manchmal noch? Tage Daisho. Yanti Mia. Ja, ich muss euch so sagen, wir haben heute Sonntag. Es ist natürlich nicht gewundert, dass so viele unterwegs sind. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, wie sagt man nochmal so schön? Arroganz. Macht blind. So. Ja, wir müssen halt ein Stückchen nach oben fahren jetzt. Dafür gibt's Haue. Wo fahre ich denn hin? Rechts müssen wir, ne? Das Problem ist nämlich, dass das östliche Nanozea zwei Gebiete hat. Beim einen kommt man zum Weimarhafen, beim anderen kommt man zur Sonnenküste. Wir müssen zur Sonnenküste. What the fuck? Das sieht so seltsam aus, dieser Ladefell auf dem kleinen Mini-Eimer. Sehr, sehr, sehr seltsam. So. Zack, ab zur Sonnenküste. Kriegen wir ein bisschen Erfahrung. Bam, bam. So, Lanosea. Östliches Lanosea. Lanosea. Ja, hier sind die... Oh, guck mal, wieder was fürs Buch. Wieder was für unser Bestiarium. Bams. Bitteschön. Mal kurz eine Erdspaltung ausprobieren. Ah, alles klar. Ein noch. Das ist für den Forstkämpfer sogar. Der sieht aber ein bisschen größer aus als die anderen. Bloody Mary, ich wollte mich gerade sagen. Bloody Mary vor allem. Ich wollte gerade sagen, der sieht ein bisschen größer aus als die anderen. So. Ab, Kalu. Ab, Kalu. Noch irgendwas, was man hier platthauen muss? Hier ist gerade Dings, ein Fade. So, ich hole uns mal ganz kurz den Enteriten hier. Bevor, oh, wir müssen so das Messgerät hier aufstellen, wie es aussieht. Hallo. Hato, okay. Chise. So, einmal hier verbinden, sehr schön. Dann können wir jetzt das Aether-Wellengerät ausstellen. Okay. Hi. So, und ab geht's. Wir können schwimmen. Platsch. Da werden natürlich Gegner kommen. Schauen wir mal, was für Gegner. So, erstmal aufstellen. Da hinten läuft jemand und sammelt Sachen. Oh Mist. Ich hab nicht aufgepasst. Ach, da hinten gibt es noch jemand. Da-da. Bams. So.
Sehr schön. Huch. Da kommen ja noch mehr. Ich sehe die nur mal spät, diese Angriffslinie. Schon gut, dann müssen wir schon gleich noch so einen Boss kommen. So. Noch jemand? Nein. Okay. Ich hätte jetzt noch erwartet, dass zumindest jetzt noch ein Boss kommt. Ah, gut, nach Ulda zurück. Immerhin waren wir mal hier im Sommerparadies. Dann mal wieder zurück. Können wir uns eigentlich jetzt befördern lassen? Ich meine, wir haben, glaube ich, ein bisschen was an Staatstalern haben wir ja gesammelt. Ich habe jetzt davon abgesehen, mit dem Charakter befördert werden. Ja, können wir. Wir sind in der zweiten Klasse. Ich habe jetzt damit vermieden, mit ihm hier jetzt noch extra Zufalls-Dungeons zu laufen, weil irgendwie würden wir dann massiv weiter überleveln und die irritieren mich immer noch. Warum stehen die da noch rum? Wie du siehst ja, der eine heißt Wanderer hier. Wanderer. Another NPC, aber die meisten haben noch fast die gleichen Namen irgendwie, ne? Der andere ist auch ein Wanderer. Wir würden massiv überleveln. Also wenn ich jetzt wirklich mit ihm jetzt noch während offscreen irgendwelche Zufalls-Dungeons gehen würde. Na, ihr beiden. Dann würden wir maßlos überleveln. Das darf ich ein bisschen. Da will ich ein bisschen aufpassen. So, Goldspielbilder. Wir werden später auch den zweiten Job annehmen, den ich ja schon gesagt habe, also den zweiten Jobkristall. Wenn wir irgendwann natürlich Abstriche machen müssen, welchen wir denn weiter leveln. Wenn er jetzt so auf Level 70 rüber geht. So. Hallo. Erik. Wie war dein Ausflug, Herr Rotgisch? Hast du auch an mein SMS-Gerät gedacht? Ja, hier. Wunder. Moment, ist da etwa ein Kratzer auf dem Messgerät? Was hast du damit gemacht? Es als Keule verwendet? Das ist ein hochsensibles Präzisionsinstrument. Entworfen von den klügsten Köpfen der Galon-Metallwerke und hergestellt von den geschickten Händen der Goldschmiedegeräte. Nun gut, von einem Hau drauf, Jan, wie dir kann ich wohl keinen messwissenschaftlichen Sachverstand erwarten. Ich werde mit der Analyse der Messdaten, der Rieger mir gebracht hat, beginnen. Das Messgerät lasse ich hier in der Goldschmiedegilde auf weitere Schäden untersuchen und ebenfalls reparieren. Warum gehst du nicht los und lässt den Chakren Energieausbrüche an ein paar rabiaten Münzen ab, anstatt an meinen Messgeräten? Wenn die Reparatur beendet ist und du dich ein bisschen abgereagiert hast, habe ich vielleicht wieder eine Verwendung für dich. Schon wieder diese Arroganz, ey, das ist so. Nee. Sich beschweren, dass die anderen sich über ihn lustig machen, hast nicht gesehen, er selbst so ein richtiges, sorry, wenn ich sage, Arschloch. Pass auf, dass ich meine Aggression nicht an die auslasse, Kollege. So, das ist so eine Art Dranziehen, ne, für den physischen Status, schnellst zum Ziel hin. Das heißt, wir packen die gleich mal nach vorne, weil jetzt ist dann ja so gesagt der Kampföffner. Kampfopener. So. Ja gut, damit sind wir jetzt hier so groß weit fertig. Wir haben zwar erst 34 Minuten, aber es würde sich jetzt absolut nicht lohnen, nach Totorak zu gehen. Wir könnten ja zur Not noch ein paar Viecher platt machen hier für unser, ne, für unser Dings hier. Machen wir einfach mal Ostwald. Nee, neue E-Vollranken. Falsch. Östlicher Ostwald, so. Weil da muss ich jetzt nicht sagen, ja, hier, jetzt mache ich Feierabend und fertig, wir haben nur 34 Minuten drauf. Dann sammeln wir jetzt noch ein paar fürs Bestiarium und haben auch mal die Stufe 30, vielleicht kommen wir mal ein bisschen voran. Ich wusste gar nicht, dass wir Stufe 20 schon fertig haben. So. 9 E-Feuerranken. Ja, großartig, das ist hier überall.
Gut. Wir müssen jetzt diese komischen Dingsviecher suchen. Der Level 16 ist, glaube ich, eher weniger. Welches Level hier? 20. Ja, ist auch eher so Richtung Honigtopf vielleicht. Ich bin gerade so ein bisschen... Ach, guck mal, hier ist eine Stufe 26. Eine Honigbienenwolke. Harzbohrer, was? Du, die Honigbienen da greifen deinen Harzbohrer an. So, Loris, Rüsselkäfer. In den meisten Fällen gucke ich immer bei Dings vorbei, bei google ich halt, wo die Orte sind. Weil viele haben wirklich sehr angenehm das Auftritt. Die Monster werden ja immer schwächer hier. Ich brauche stärkere. Die haben das halt echt gut zusammengefasst, so unter den Einträgen dieser Monster. Wo jetzt welches Monster ist, also mit den Koordinaten. Das hat mir schon echt oft geholfen. Also, was ich mit dem uns auf einen Job fokussieren meinte, ist ganz einfach. Wie ich erzählt habe, ich spiele derzeit den Charakter hoch, habe mit den Regeln, also gleichzeitig zwei Jobs gemacht. Ich habe einmal den Astrologen und einmal den Dragoon hochgespielt. Und jetzt bin ich halt Stufe 76 in etwa. Ah, guck mal, hier sind sie ja. Oh Gott, und hier ist der Mega-Boss. Ja. Das ist unfair. Ich muss an die Efeu ranken. Oh nein, das Video wird wieder zwangsmonetarisiert. Warum? Weil diese Musik im Internet läuft. Das ist das einzige, also wir hatten glaube ich ein Video bisher gehabt, was zwangsmonetarisiert wurde. Und das war die Folge, wo dieses Film. Das hier. Naja, der Bossmann, der Weltboss, ist halt eine Form von Weltboss. Kann uns nicht angreifen, weil wir nicht die entsprechende Stufe haben. Ich liebe dieses Theme, also gegen dieses Kampf-Theme definitiv. Weil die Zwangsmonetarisierung mehr. Vor allem war das geil, als ich damals das erste Mal so einen Weltboss getroffen habe. Das war in Kortas gewesen. Das war so ein Zyklop. Und ich dachte mir so, hey, greif's mal an, weil Fateboss, aber was ist denn das für eine Musik? Warum ist jetzt so eine komische Musik dabei? Und plötzlich greife ich ihn an und krieg massig Damage. Ich dachte, what? Weil ich wusste ja nicht, dass es als Fateboss ja auch so Weltbosse gibt. Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr unangenehme Erfahrung. Ich habe jetzt ab und zu mache ich sie mal, aber auch nur, wenn ich zum Beispiel sehe, dass da schon zwei oder drei andere dran gekloppt haben. Also ich habe zum Beispiel jetzt mit meinem Astrologen einige gemacht. Einfach. Okay, da hat jemand Langeweile. Einfach. Weil. So. Was müssen wir denn jetzt machen? Ein Riesenmorch, obere Pfade. Obere Pfade, das ist das hier, ne? Obere Pfade, ja. Jedenfalls, da habe ich das drin gemacht, weil dann habe ich mich als Heiler hingestellt und habe dann die anderen kämpfen lassen. Natürlich musst du als Heiler auch manchmal meistens mitkämpfen, also halt auch mit draufkloppen und so. Aber ich habe dann natürlich nicht so darauf geachtet, dass ich die Leute heile und ein Leben erhalte. Wir sind Stufe 38, merke ich gerade. Das ist schön. Hier ist noch ein Fate-Boss. Das Nest säubern. Das macht jemand gerade. Wir dreisten uns mal ins Fest zu hängen und dann dahin zu fahren. Warte! Alles klar. Nächste Musik. Ach, wir müssen denken. Warum? War da oben irgendein Boss, der gerade besiegt wurde oder so?
Toll. Weißt du, hast noch nicht mal den ersten Gegner platt gemacht. Sehr schön. Ja, das sind dann halt meistens so Gebietsdinger. Da sind wir, glaube ich, auch schon mal vorbeigefahren, oder? Waren wir da mal? Ich glaube, ja, ich glaube, da haben wir für Buskahorn so eine Quest gemacht. Da sind wir dran vorbeigefahren. Da gab es dann auch, wo ich sagte, so dieses Dorf wird ab und zu mal, also dieses Piratendings wird ab und zu mal von einem von Koels angegriffen. Koels. So, wir suchen Molche. Das heißt, wir müssen irgendwo Wasser suchen. Da hinten. Da sind sie, glaube ich, schon. Ja, das ist der Rindenmolch. Ich habe Besuch hier. Drei müssen wir noch einen Tag machen. Okay. Zack. Bam, bam, bam. Mach, wenn ich eine Pose mache, wo ich mir was etwas Süßes jetzt mache. Ich hab auch süß dran gerade. So. Na, ja, hier aus Maul. Ciao. So, und der zweite ist der Glitcher im Nordwald. Ja, im Brunnen. Da waren wir noch gar nicht. Da waren wir noch gar nicht, Freunde. Tiefwald, tiefer Wald. Neugidania, neu, da kommen wir zum Nordwald. Also wenn wir jetzt im Grunde gut Zwieselgrund und einfach nach links die ganze Zeit fahren. Ja, mal gut zu tun. Gut Zwiebelgrund. Und fahren dann in die andere Richtung. So, das ist noch das Letzte, was wir heute machen. Beim nächsten Mal, ich würde sagen, also ich hätte jetzt eigentlich gesagt, so, ich lasse gleich das laufen, warte auf die Einladung in den Dungeon. Aber wir werden das anders machen. Da wir bereits Level 38 sind, werden wir gleich gemein, werde ich dann das anschalten. Wir werden dann weiterhin unser Bestiarium machen und nebenbei den Dungeon suchen. Wir müssen auch irgendwann dann das Bestiarium vom Dings machen, vom Ah, das schon. Von der Legion. Aber dafür müssen wir auch in einen Dungeon rein. Ich muss mal gucken, wie ich das handhabe. So. Genau, wir fahren ja jetzt gerade in Richtung Dings fahren. Ich sollte mich trotzdem ab und zu mal umgucken, dass wir hier Monster haben, die wir brauchen für entweder unser Bastiarium oder für das von hier Level 32. Etwas Spriggans. Das wird ja auch nochmal freigeschaltet, ne? Dann, dann. Obwohl Stufe 3 ist doch irgendwie von 20 bis 30, ne, oder? Nee, Quack. So, Nordwald. Da holen wir uns dann auch gleich den Ätheriten. Meine Hand juckt gerade ein bisschen. So, und da ist er schon. Da sind sie ja schon. Die Glitch. Die glitschen immer. Holst du den anderen auch ran? Das wäre... Ja, er hat den anderen rangeholt. Sehr schön. Auch wieder drei davon. Alter, davon sind drei Stück von den Kindern. Da, da, da. So. Den haben wir dann mal. Also tatsächlich ist es von 25 bis von 20 bis 30 ist das. Uff. Dann müssten wir im Grunde gleich entweder Dungeons suchen noch von 30 bis 40. Das ist ja toll. Das ist ja toll. So. Sifa Lizzie. Ach guck mal, hier haben wir die Bugs, die Bots. Yugiri. Yatsurugi. Okay. Ja, Leute, wie bereits gesagt, dann beende ich die Folge für heute. Beim nächsten Mal
Denkst du, ich sehe dich da und denkt ihr, ich sehe euch da unten nicht? Ihr kann ich die melden? Die sich da unten verstecken, weißt du, damit man die nicht melden kann. Alles klar. So, ich bin die Folge heute. Ihr schmeißt einen Daumen auf das Video. Denkt daran zu abonnieren. Und wie gesagt, beim nächsten Mal warten wir dann, dass wir die Einladung in den Totorak bekommen. Und werden nebenbei unser Bestiarium weitermachen. Also, bis dahin. Cheerio.